Da sind wir wieder. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Mit mir in dieser Woche Andreas Krobock an diesem Freitag, den 24. Mai. Ein besonderer Freitag, denn heute ist es soweit. Seit Tagen reden wir ja schon in den Sendungen darüber, seit Wochen und Monaten planen wir im Hintergrund, Sie wissen es, unsere erste Hörerfolge. Wir hatten Sie gefragt, Ampelzoff und Chaos um Haushalt, Schulden, Heizungen, Krieg, brauchen wir vielleicht Neuwahlen? Und als dann vor knapp zwei Wochen hier in der Sendung der FDP-Vize Wolfgang Kubicki klar mit einem Ausstieg aus der Koalition gedroht hat, da war uns klar, gutes Thema, um Ihre Meinung dazu einzuholen. Hören wir nochmal kurz. Denn die Regierung muss insgesamt einen Haushalt aufstellen bis Anfang Juli, um es dem Deutschen Bundestag zuzuleiten. Wenn nicht, wenn diese Regierung das nicht schafft, ist sie am Ende. Das muss man einfach deutlich sagen. Eine Regierung, die innerhalb der gesetzten Grenzen keinen Haushalt vorlegen kann, ist nicht mehr handlungsfähig und damit gibt es auch keine Perspektive. Beißen Hunde, die bellen? Wie ernst ist das? Was braucht es eigentlich für Neuwahlen? Was sind Vertrauensfrage, Misstrauensvotum, konstruktives Misstrauensvotum? Wann gab es das schon mal in der Bundesrepublik? Dazu noch so viele Fragen von Ihnen, die wir uns von unseren Experten haben beantworten lassen. Ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das wird Überlänge haben heute. Und ich bin genauso gespannt wie Sie. Legen wir los. Schön, dass Sie dabei sind. So, jetzt geht's los und ich bin wirklich froh, dass ich das nicht alleine machen musste, kann ich Ihnen schon sagen. Und habe mir, wir haben es die Woche schon mehrfach angekündigt, Verstärkung ins Studio geholt. Mindestens gleichberechtigt bei dieser Folge, weil du hast das eigentlich alles strukturiert und vorbereitet. Michael Götz, hallo. Hallo, naja, ich weiß nicht, ob das mit der Gleichberechtigung stimmt. Aber auf jeden Fall. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen sich vorstellen, wir haben einen wahnsinnigen Zettelwust vor uns, digital wie in echt. Wir haben, ich weiß gar nicht, wie viele Sprachnachrichten und von unseren Redakteuren Nachrichten vorbereitet. Wir müssen jetzt hier ganz schön händeln, ne? Wir müssen ruhig bleiben, damit kein Chaos entsteht. Ist schon ganz schön viel gekommen, ne, Michael? Ja, total. Aber das Schöne ist tatsächlich, dass eben niemand eigentlich oder fast niemand eine kurze Antwort geschrieben hat oder aufgesprochen hat. Wir haben Sprachnachrichten bis zu 4 Minuten erhalten. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir differenzierte Argumente am Start haben und das Ganze wirklich auch inhaltlich in die Tiefe gehen lassen können, sowohl durch Ihre Meinungen und Zusendungen, aber natürlich auch durch unsere Redakteure. Ja. Und jetzt schon mal Entschuldigung an alle, die nicht vorkommen. Es sind auch leider einige, sonst wird die Sendung heute 3 Stunden werden. Ja, das schaffen wir leider nicht. Schauen wir nicht, ne? Schaffen wir auch einfach nicht, das überhaupt alles abzuarbeiten, obwohl wir wirklich versprochen, jede einzelne Nachricht gehört bzw. gelesen haben. Das auf jeden Fall, na klar. Wir haben auch ein bisschen nicht repräsentatives, aber doch ganz interessantes Ergebnis auch, ne? Weil Sie haben uns ja auch alle Ja oder Nein geschrieben, wollen wir Neuwahlen oder wollen Sie Neuwahlen, verraten wir aber einfach noch nicht. Nee, das heben wir uns noch ein bisschen auf aus dramaturgischen Gründen. Es gab ja auch eine Umfrage Anfang des Jahres von Ipsos mit dem gleichen, noch vor dem ganzen Haushaltstheater, muss man sagen. Klar, da hatten wir schon den Haushaltsstreit 2023, aber dieses Jahr wird es ja noch krasser, bis Ende Juli müssen die sich da einigen. Und diese Umfrage war, glaube ich, nahezu 50-50, nicht ganz, ne? So. Ja, wenn man dann eben die rausnimmt, die sich nicht entscheiden konnten, das sind ungefähr so 20%, dann ist das ungefähr so halbe-halbe gewesen da. Okay, was haben wir vor heute? Alles. Also wir verraten später auch noch das Ergebnis unter Ihnen, wie Sie entschieden haben, ja oder nein. Da kommen auch eine Menge Fragen noch zu. Und wie strukturieren wir jetzt diese Berge, die wir hier vor uns haben? Ja, wir haben uns Folgendes überlegt. Wir haben natürlich versucht, das Ganze zu clustern, die Fragen zusammenzunehmen, die eben nah beieinander liegen inhaltlich. Wir haben uns verschiedene Experten aus dem Haus dazu geholt und vor allen Dingen unseren Haushistoriker, Herrn Peter Sturm, der immer wieder auch mit uns zurückschaut auf die insgesamt immerhin 4 Fälle, in denen es
vorgezogene Wahlen gab in der Historie der Bundesrepublik. Das ist ganz witzig, muss ich auch mal gestehen. Also wir haben jetzt auch in der Redaktion hier im privaten Kreis mal gefragt, wie viele Neuwahlen gab es denn eigentlich in der Bundesrepublik? Und die Antwort war entweder 2 oder 3, aber es gab tatsächlich 4. Und über jede einzelne erzählen wir heute ein bisschen. Und wir können eigentlich mit der ersten starten, oder? Also vorgezogene Wahlen setzen immer eine Notsituation, eine Ausnahmesituation in gewisser Weise voraus. Wenn wir alle Fälle von vorgezogenen Wahlen in der Geschichte der Bundesrepublik betrachten, dann war 1972 sozusagen die ehrlichste Vertrauensfrage, die der Bundeskanzler verloren hat. Mein erklärtes, zu keinem Zeitpunkt verschwiegenes Ziel ist es, durch die Ablehnung des hier gestellten Antrages in die Lage versetzt zu werden, dem Herrn Bundespräsidenten die Auflösung des 6. Deutschen Bundestages und die Ansetzung von Neuwahlen vorschlagen zu können. Also wir reden von Willy Brandt, der gemeinsam mit der FDP regierte. Im Frühjahr 1972 hat die Regierung Brandt eine Abstimmung um den Bundeshaushalt verloren. Daraufhin hat der Kanzler dann die Vertrauensfrage gestellt und durchaus eine Niederlage einkalkuliert. Wir kommen zur Wahl. Die Fraktion der CDU-CSU schlägt in ihrem Antrag auf der Drucksache 3380, der Ihnen vorliegt, vor, als Nachfolger des Bundeskanzlers Willy Brandt den Abgeordneten Dr. Rainer Barzel zum Bundeskanzler zu wählen. Das konstruktive Misstrauensvotum, wo Barzel nicht zustande kam, das ist die Geschichte mit den gekauften Stimmen, wo unter anderem auch unsere Freunde und Brüder aus der DDR wertvolle Devisen investiert haben. Ja, Peter Sturm zum Ersten. Jawohl, ganz schön abgefahren, wenn man diese alten Töne auch da ja, und so auch hört. Die Geschichten, Wahnsinn. Ja, also stell dir mal die Schlagzeilen heute vor. Also ich muss ja an Russland und China Beeinflussungen so mancher unserer Politiker, siehe viele Folgen von uns in der letzten Zeit, direkt denken. Damals war es das Nachbarland DDR und die haben damals auch schon Stimmen gekauft. Also so neu ist dieses Phänomen, das wir heute da erleben, eigentlich nicht. Muss nur genug Kohle fließen. Na gut, aber ich habe nichts gesagt, habe auch Gott sei Dank keine Namen genannt. Den guten Sturm hören Sie immer wieder, aber sind noch mehr da. Wir haben noch eingeladen unseren Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum und unseren Ressortleiter Gegenwart Daniel Deckers. Geballte Politikpower aus dem Hause FAZ. Und bevor wir jetzt zu Ihnen kommen, geht gleich schon los. Denn wir starten mal mit dem Deckers nochmal für was Grundsätzliches, oder? Ja, er hat uns vor allem nochmal erklärt, was denn überhaupt eigentlich Neuwahlen sind. Also streng genommen gibt es den Begriff vorgezogene Neuwahlen gar nicht. Also jedenfalls, wir schreiben in der Zeitung immer von Neuwahlen. Das heißt, gemeint ist damit, dass ein Parlament vor dem Ende der Legislaturperiode neu gewählt werden soll oder muss. Es kann natürlich sein, dass eine Regierung ihre Mehrheit im Parlament verliert. Das heißt, sie hat nicht mehr die notwendigen Stimmen, um die entsprechenden Gesetze zu verabschieden. Das heißt aber nicht, dass es automatisch Neuwahlen gibt. Sondern man kann aus Minderheitsregierungen weiter regieren, man kann Gesetze einbringen, kann hoffen, dass man Stimmen woanders sammelt. Das hat man in Deutschland aber in dieser Form noch nicht praktiziert. Was es gab, war ein Wechsel während der Legislaturperiode. Das ging allerdings nur mit einem sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum. Man kann eine neue Regierung nur dann bilden, wenn man auch einen neuen Kanzler nominiert und der braucht dann die Kanzlermehrheit. Das fand ich übrigens total abgefahren, weil ich mir gedacht habe, wenn es ein konstruktives Misstrauensvotum gibt, dann gibt es auch ein Misstrauensvotum oder ein destruktives Misstrauensvotum, ist aber anscheinend nicht so wegen der guten alten Weimarer Republik, weil man vermeiden wollte, dass eben der Bundestag einfach aufgelöst werden kann. Also es gibt nur ein konstruktives Misstrauensvotum. Kein normal, kein einfaches Misstrauensvotum. Anscheinend, so wie ich das verstanden habe, nicht. Ja. Schon das erste und zweite und dritte in so kurzer Zeit gelernt. So, legen wir los mit unseren Hörern. Erste Frage kommt von Lisa Wunder. Die findet, dass die Regierung trotz oder gerade wegen der vielen Probleme einen guten Job macht, fragt sich aber, weshalb ist die Partei Bündnis 90 Die Grünen so unbeliebt in der Bevölkerung geworden?
Immerhin sagt sie, die Regierung macht einen guten Job. Da kann man sich schon mal denken, dass die keine Neuwahlen will. Kann man jetzt auch schon mal mitzählen. Nee. Warum die Grünen so unbeliebt geworden sind? Ich glaube, man kann sich, ja, jeder wird da seine Meinung zu haben. Aber wir lassen uns das von unserem Innenpolitikchef Jasper von Altenbockum erzählen. Ich glaube, die spontane Antwort ist das Heizungsgesetz. Ich glaube, dass das Heizungsgesetz vieles an Zustimmung für die Grünen kaputt gemacht hat. Einmal, weil es handwerklich schlecht gemacht war. Es musste ja korrigiert werden. Es war eine Ursprungsfassung da, die sehr hart eingegriffen hat in die privaten Haushalte. Das musste dann korrigiert werden, eigentlich zweimal, weil man gemerkt hatte, dass die Kommunen erstmal sehen müssen, wie bauen wir jetzt eigentlich unsere Netze aus. Und der Rest, also das, was die Grünen sich erhoffen, was sie zur Volkspartei machen könnte, unter dem Eindruck von Klimapolitik und anderem, das ist ihnen dadurch verloren gegangen. Das ist ihnen dadurch verloren gegangen. Na gut, wollen wir weiter vorgehen? Und ich glaube, wir haben auch schon die erste Sprachnachricht, und zwar von Andrea Seifert. Wieso sind wir in der Lage in Deutschland, in der wir derzeit sind? Das ist ja nicht alles in der letzten Legislatur schiefgelaufen, sondern unter einer CDU Merkel und einer CDU, die immer nur nach dem Machterhalt strebt. Also ich würde sagen, welche Regierung wird es denn jetzt besser machen, wenn man mal ehrlich ist? Ich meine, viele Errungenschaften, die jetzt die CDU so preist, als hätte sie sich vorangetrieben, sind doch überhaupt nicht auf deren Mist gewachsen. Also ich kann es langsam wirklich nicht mehr hören, diese unkritische Haltung der CDU-Gäste bei Ihnen im Podcast. Tut mir wirklich leid, das so deutlich sagen zu müssen. Wem würde denn wirklich eine neue Wahl nützen und würden Sie die strukturellen Probleme lösen? Ich glaube nicht. Hat er gehupt? Das war mitten im Straßenverkehr. Also, ja. Aber vor allen Dingen können wir das noch zusammenziehen mit einer weiteren Frage von Matthias Rikus, der meint, die CDU ist ausreichend regeneriert, um zu übernehmen. Die große Frage ist sie das wirklich? Und wie groß sind denn die Altlasten der jetzigen Regierung, die sie übernommen hat? Naja, und das haben wir Jasper von Altenbockum natürlich auch gefragt. Die Ursachen dafür, dass wir jetzt schwaches Wirtschaftswachstum haben oder gar keins, dass wir wieder leicht steigende Arbeitslosigkeit haben, dass wir in der Migrationspolitik Schwierigkeiten haben etc. pp., dass die Ursachen dafür alleine in der Vorgängerregierung liegen sollten. Ich glaube, die Ursachen liegen da auch bei der derzeitigen Regierung, die mehr machen könnte, um aus diesen tatsächlichen oder vermeintlichen Krisen rauszukommen. Jasper von Altenbockum sagt, könnte mehr machen, aber die Ursachen liegen weder voll bei dem einen oder voll bei dem anderen, aber nur allein zur CDU. Und ob die jetzt schon wieder so weit ist, zu regieren, hat er uns noch auch eine kurze Nachricht geschickt. Also um auf die CDU zu sprechen zu kommen, ausreichend regeneriert, das merkt man natürlich erst dann, wenn sie tatsächlich regiert. Also jetzt präsentiert sie sich ja sehr geschlossen und da gilt natürlich immer, das muss man erstmal beweisen. Kann sie zurzeit nicht, weil die Konstellation immer so ist, wie sie ist. Müsste sie auch erst beweisen. Ich fand es ganz überraschend. Wir haben relativ viel zu FDP gekriegt, zu Grünen bekommen, auch zu CDU. Am wenigsten eigentlich über die SPD, ne? Ja, eigentlich ehrlich gesagt gar nichts, muss man sagen. Beim Bereich Sicherheitspolitik, da kann man auch schon. Da haben sich Menschen dazu geäußert, aber grundsätzlich zur SPD war nichts dabei. Die nächste Nachricht beschäftigt sich aber mit der FDP. Wenn Neuwahlen, dann reden wir vermutlich von Januar 2025, vielleicht auch Dezember 2024, aber vorher nicht. Denn wir hatten es ja schon im Jahr 2017 gehabt, dass der Bundespräsident Steinmeier die SPD dazu aufgefordert hat, nochmals in eine große Koalition zu gehen, weil es halt keine verfassungsrechtlichen Gründe gegeben hat, das Parlament, also den Bundestag, aufzulösen.
So, und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, wieso sagten hier der Michael Götz, der mir gegenüber sitzt, das war zur FDP? Das hat einen ganz besonderen Grund, denn lieber Willi Ferdinand Barz, Sie haben uns natürlich als privater Hörer geschrieben, aber wir haben natürlich spitz gekriegt, wer Sie sind, nämlich ein FDP-Politiker aus dem Bergischen Land. Freut uns auf der einen Seite, dass Sie uns hören und dass Sie uns offensichtlich auch so halb privat geschrieben haben, aber dann vielleicht auch wieder doch nicht so ganz privat. Ja, nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch diese Frage weitergegeben an Jasper von Altenbockum. Die Antwort von Steinmeier war und könnte wieder sein, ja, dann strengt euch halt mal ein bisschen mehr an. Es gibt ja noch die und die Möglichkeit, führt mal bitte in der Richtung Gespräche. Damals war es die Große Koalition, die eigentlich keiner mehr haben wollte. Und in diesem Fall, in unserem Fall, gibt es eigentlich keine andere Möglichkeit, als von der Ampelkoalition in eine Jamaika-Koalition zu wechseln. Dazu müssten natürlich Grüne und FDP-Fraktionen bereit sein, was zurzeit sich nicht abzeichnet. Aber einen anderen Weg, ohne Neuwahlen zu einer neuen Regierung zu kommen, gibt es nicht als über das konstruktive Misstrauensvotum. Da kann also auch der Bundespräsident kann sich vor einem solchen Misstrauensvotum nicht in den Entscheidungswege einmischen. Da würde er seine Kompetenzen überschreiten. Also lieber Willi Ferdinand Barz. Das ist doch, glaube ich, eine sehr komplette Antwort gewesen. So. Zum nächsten Komplex würde ich sagen, ist so ein bisschen was zusammengekommen, was auch vor allem die FDP jetzt angeht, Ihre Partei, Herr Barz. Ja, wir können da wirklich einige Fragen zusammenfassen. Und zwar hat uns Claudia Karzke geschrieben, dass sie eher genervt ist von der ständigen medialen Erwähnung der Differenzen in der Ampel als von der Ampel selber. Und stellt sich die Frage, ob die FDP überhaupt für irgendeine andere Regierungskonstellation empfehlenswert ist und ob nicht Probleme absehbar waren, wenn die Opposition mit am Tisch sitzt. Und damit stellt sich auch die Frage, ist die FDP nicht vielleicht die Spielverderberin? Jede Koalition weiß ja, wir haben jetzt nur eine bestimmte Zeitspanne vor uns, in der wir Dinge lösen können. Dann lass uns doch erstmal die harten Sachen angehen und später können. Ich glaube, man kommt nicht weiter, wenn man dann in so Kategorien denkt wie Spielverderber, weil es gibt Interessen und die treffen aufeinander und das kann ziemlich hart sein, auch in der Koalition. Am Ende zählt immer das, was hinten bei rauskommt. Wenn dabei was Gutes bei rauskommt, soll es einem doch egal sein, wie lange sie streiten. Ja, wenn da hinten natürlich was Schlechtes bei rauskommt, und das ist bei der Ampelkoalition hin und wieder vorgekommen, was sie dann korrigieren musste, dann ist es natürlich ein schlechter Stil. Ja, da schließt sich im Endeffekt Philipp Wolfram an, den es freut, dass die Regierungsparteien streiten. Er findet, so entsteht der beste Mix aus drei Parteivisionen, die von der Mehrheit getragen werden, sich aber nur in Teilen überdecken. Also ein Fan durchaus einer streitbaren Konstellation. Wir machen mal weiter mit Carsten Müller. Der schreibt uns, was wolle Kubicki? Bisschen angelehnt an was erlaubest Drunz, frei nach Giovanni Trapattoni. Ist die FDP noch ernst zu nehmen, wenn sie laut Umfragen auf 4-5% kommt und sowieso um den Einzug in den Bundestag bangen muss, sich Herr Lindner so benimmt, als wäre er Chef einer 30% Volkspartei? Naja, das ist er zwar nicht, aber er ist doch immerhin Finanzminister. Carsten Müller zeigt auch, dass er eher Fan der anderen politischen Richtung ist, denn er schreibt uns, er ist sicher, dass die Schuldenbremse weg muss. Aber wir können da ja auf einen anderen spannenden Punkt kommen, wenn wir über 4-5% Hürden reden. Ja, genau. Tatsächlich hat uns dazu Daniel Deckers erklärt, dass die Lage sich im Gegensatz zur vergangenen Regierung ganz schön verkompliziert hat. Wir haben jetzt einen 6-7 Parlamente Bundestag. Dass es aber so bleiben muss, ist überhaupt nicht gesagt, weil im Moment in den Meinungsumfragen eine ganze Reihe von Parteien hart an der 5%-Hürde schrammen, sodass es sogar, wenn man den Worst Case annimmt, könnten im Herbst nächsten Jahres die FDP unter der 5%-Hürde landen, das Bündnis Sarah Wagenknecht unter der 5%-Hürde landen, die Linkspartei unter der 5%-Hürde landen und es könnte sogar vorkommen, dass die CSU in Bayern nicht so viele Stimmen bekommt, dass sie im Bund mehr als 5,0 oder 4,99% der Stimmen hat. Dann würden alle direkt gewählten Abgeordneten kein Bundestagsmandat bekommen. Also wir haben eine so unübersichtliche Lage und auch eine Lage, die so schwer prognostizierbar ist, wie ich mich eigentlich noch nicht erinnern kann aus den letzten 30 Jahren.
Und das ist auch ein guter Übergang, finde ich, jetzt wieder zu unserer zweiten Neuwahl in der Bundesrepublik Deutschland, die uns gleich der Peter Sturm schon erzählen wird. Und da kann man ja auch nochmal hinzufügen, zu der Zeit gab es einfach 4 Parteien. Ne? Ja, lustigerweise mein Geburtsjahr 1982. Mhm. CDU, CSU, SPD und die kleine FDP, die ja immer dann das Zünglein an der Waage sein konnte. Aber wir hören mal, Peter Sturm, was... Helmut Schmidt geht jetzt zu Helmut Kohl und gratuliert ihm zum Abstimmungsergebnis zur Wahl als neuer Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland und auch Willy Brandt. Im Oktober 1982, also mitten in der Legislaturperiode, gab es ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Bundeskanzler Helmut Schmidt. Die FDP ist von der SPD zur CDU-CSU gewechselt und bei dieser Gelegenheit wurde dann Helmut Kohl zum Bundeskanzler gewählt. Die FDP war ja immerhin 1980 bei der Bundestagswahl mit dem Versprechen angetreten, wer FDP wählt, bekommt Helmut Schmidt als Bundeskanzler. Die SPD ging auf die Marktplätze mit der Parole, die FDP hat Wählerbetrug begangen. Und um diesem Argument die Spitze zu nehmen, wollte Kohl eben eine vorgezogene Wahl herbeiführen. Problem, er hatte ja eine stabile Mehrheit im Parlament. Und da hat er eben auch zu dem Instrument der Vertrauensfrage gegriffen, hat die Vertrauensfrage also gestellt und diese absichtlich verloren. Meine Damen und Herren, auch wenn die Gründe im Jahre 1972 anders waren, so knüpfe ich an das von Bundeskanzler Brandt damals genannte Ziel an. Mein Antrag soll dazu beitragen, dass der Weg zu Neuwahlen geöffnet werden kann. Und darauf wurde das Bundesverfassungsgericht eingeschaltet, was dann letzten Endes in einem bahnbrechenden Urteil entschieden hat, dass eigentlich eine Anführung getürkte Verfassungsfrage dem Geist des Grundgesetzes widerspricht. Gleichzeitig haben die Verfassungsrichter aber dem jeweiligen Bundeskanzler einen sogenannten Ermessensspielraum zugebilligt, der Gestalt, dass der jeweilige Bundeskanzler darlegen kann, ob er wirklich auf Dauer sich seiner Mehrheit sicher sein kann. Und über diese Krücke ist 1983 dem Bundespräsidenten Karl Carstens damals ermöglicht worden, den Bundestag vorzeitig aufzulösen. Und es kam zur vorgezogenen Wahl Anfang 1983, bei der der Kanzlerwechsel vom Oktober 82 dann auch deutlich bestätigt wurde. So viel zum Anfang der 80er Jahre. Mhm. 2024 sind wir natürlich in einer ganz anderen Situation und kommen zum nächsten großen inhaltlichen Block, nämlich der Sicherheitspolitik. Jetzt warte aber mal, mein Lieber. Da kann ich dir aber was sagen, weil ich war nämlich, als du da geboren wurdest, gerade ein angehender Teenager. Und so anders war das damals gar nicht. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wie ich als 11-, 12-Jähriger vorm Fernseher saß und die Tagesschau gucken musste, weil sowohl Washington als auch Moskau gegenseitig mit dem Drücken des roten Atomknopfes, Stichwort okay. Pershing, Pershing 2 und so weiter, Friedensmärsche danach in der Folge. Also ja, ehrlicherweise, ich hatte damals als Kind richtig Schiss. Ja, ich noch nicht so viel, aber nur, weil ich die Lage nicht überrissen habe. Ja, aber jetzt darfst du weitermachen, weil jetzt sind wir tatsächlich bei genau dem Thema Krieg. Gott sei Dank ist der ja noch nicht bei uns, aber es kommt alles näher. Wir reden über Bundeswehr, wir haben Bazookas, 100 Milliarden Pakete. Wir wissen eigentlich alle, was da auf dem Spiel steht. Ja, und da hakt genau Hermann Masian ein, der uns geschrieben hat und meint, dass die SPD unsere Sicherheit gefährdet, vor allem Bundeskanzler Scholz und Fraktionschef Mützenich, die nicht bereit sind, der Ukraine genug Waffen zu liefern, um sich gegen Russland zu verteidigen. Und deshalb hätte er gerne Neuwahlen. Entgegengesetzt argumentiert Friederike Kapp, die möchte keine Neuwahlen und vertraut, Zitat, voll und ganz, dass unser Bundeskanzler weiß, was er tut. Er hat seine Gründe, keine Taurus zu liefern. Vielmehr wünscht sie sich, dass die Taurus-Debatte endet und findet, dass wir die Ukraine finanziell und militärisch schon genug unterstützen.
Ja, also sagen wir mal so, wenn wir auf den Krieg schauen und sagen, das, was wir jetzt gerade tun, ist genug, dann wird die Ukraine diesen Krieg schlicht und ergreifend verlieren. Muss aber tatsächlich ja jeder für sich selber entscheiden. Ich fand auch nur ganz spannend, was da auf einer diplomatischen Ebene Anfang dieser Woche auch der Politikwissenschaftler und Sicherheitsexperte Carlo Masala hier gesagt hat. Ich glaube ja nicht, dass Neuwahlen die strukturellen Probleme dieser Republik beheben können. Also von daher denke ich, dass Neuwahlen momentan keine gute Idee wären. Zweitens sollte man während eines laufenden Krieges schon durch die Legislatur gehen, auch mit all den Problemen, die da sind. Deswegen sehe ich nicht, dass Neuwahlen, ich sehe auch nicht, wer aus der Koalition da abspringen würde, um diese Neuwahlen zu erzwingen. FDP? Naja gut, die FDP ist in so einer Catch-22-Situation. Also in der Koalition schrappt sie an den 5% vorbei und wenn sie sie platzen lässt, heißt das nicht, dass sie deswegen mehr Prozentpunkte bekommen. Also von daher sozusagen die FDP ist in der Todeszone und zwar in beiden Szenarien. Schon sehr spannend, kann ich Ihnen nur nochmal ans Herz legen, die Sendung mit Masala, wo er im Grunde sagt, die Russen dürfen den Krieg nicht verlieren. Sie dürfen ihn aber auch nicht gewinnen und genau in diesem Spannungsfeld bewegt sich die gesamte westliche Diplomatie. Und genau zu diesem Thema haben wir die nächste Sprachnachricht, die kommt von Georg Faber. Die beiden größten Sicherheitsrisiken, die wir im Moment in Deutschland haben, ist die SPD als selbstverliebte Friedenspartei und die CDU mit ihrem strikten Festhalten an der Schuldenbremse, gerade auch in sicherheitspolitischen Gedenken. Vor dem Hintergrund fällt mir nicht ein, wie Neuwahlen irgendeiner unserer aktuellen dringenden Probleme lösen sollte. Vielen Dank. Dankeschön, Georg Faber. Ein bisschen außer Atem, aber trotzdem danke für die Sprachnachricht. Die 80er haben sich ja dann über die ganzen Jahre doch ganz positiv entwickelt, spätestens bis hin zur Wende. Das war ja dann Mauerfall 89 und dann ist was passiert? Haben ja, manche vergessen, muss man sagen. Was ich auch wirklich nicht auf dem Schirm hatte, ist, dass eigentlich ja 1987 Bundestagswahlen und 1991 wären die nächsten dran gewesen, aber durch die Wende und die Entscheidung, dass alle Bürgerinnen und Bürger im neuen Deutschland abstimmen können, gab es, was sage ich jetzt? Vorgezogene Wahlen, Neuwahlen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also, ich weiß es erlaubt. Neuwahlen ja, genau. Erlaubt und vorgezogene Wahlen. Ich würde sagen, vorgezogene Wahlen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Bonner Regierungskoalition hat bei der ersten Bundestagswahl im vereinten Deutschland den erwartet klaren Sieg erzielt. 1990 war auch eine Ausnahmesituation, aber eine ganz, ganz andere. Da war dann eben die Kleinigkeit der Wiedervereinigung Deutschlands dazwischen gekommen. Und das führte sozusagen zu einer natürlichen Verkürzung der Wahlperiode, weil die Ostdeutschen ja nun auch mitbestimmen sollten. Es hat aber bei dieser Bundestagswahl 1990 eine einmalige Besonderheit gegeben. Das wiedervereinigte Deutschland wurde für diese eine Wahl noch einmal in zwei unterschiedliche Wahlgebiete aufgeteilt, also alte Bundesrepublik, alte DDR. Und Parteien, die in den Bundestag einziehen wollten, mussten in nur einem der beiden Wahlgebiete 5% der Zweitstimmen überschreiten. Und das hat dann letzten Endes die Grünen gerettet, die nämlich in Form von Bündnis 90 im Osten die 5%-Hürde übersprangen und im Westen, also in ihrem Altgebiet sozusagen, an der 5%-Hürde scheiterten. Aber da sie eben im Osten drüber waren, kamen sie trotzdem wieder ins Parlament. Ja, Peter Sturm war das nochmal. Also wenn man bisher die drei Neuwahlen, die wir jetzt erzählt haben, sich genau anschaut, muss man sagen, da waren die Gründe schon noch ein bisschen triftiger als in der heutigen Situation. Die FDP als Wendehals, nein, kann man so hart nicht sagen, aber die haben halt gerne mal die Partei gewechselt und dadurch dann auch den Kanzler gestürzt. Aber ehrlicherweise reden wir auch jetzt wieder über die FDP, ne? In genau dieser Rolle. Okay, wir kommen wieder zu Ihnen. Wolfgang Zeitler hält Neuwahlen für ein schlechtes Zeichen. Er schreibt, die Abgeordneten seien für 4 Jahre gewählt und sollen auch diese Zeit nutzen. Nur wenn gar nichts mehr rauskommt, dann mache eine Neuwahl Sinn.
Wer entscheidet denn, wann nichts mehr rauskommt und was muss passieren, dass Olaf Scholz ein Misstrauensvotum stellt? Dazu passt auch die Mail von Günther Fischer, der keine Neuwahlen möchte und den Bundestag in der Pflicht sieht, nach der Wahl für 4 Jahre die Regierung zu bilden. Wie so ein Auftrag, den die für 4 Jahre haben und dann auch da ihren Job machen sollen. Er lenkt den Blick nochmal auf andere Optionen, um ohne Neuwahlen eine andere Regierung zu finden, beziehungsweise eben die bestehende Regierung zu bestätigen. Und die Frage ist natürlich, welche gibt's da überhaupt? Und dazu haben wir nochmal Daniel Deckers befragt. Man kann aus Minderheitsregierungen weiter regieren, man kann Gesetze einbringen, kann hoffen, dass man Stimmen woanders sammelt. Es gibt ja auch mehrere Oppositionsparteien, die durchaus in dem einen oder anderen Projekt mit der Regierung stimmen, wie es ja auch jetzt der Fall ist. Es gibt Stimmen von Bündnis Sahra Wagenknecht oder aus der Linkspartei für irgendwelche Regierungsvorlagen. Das ist alles weiterhin möglich, hat man in Deutschland aber in dieser Form noch nicht praktiziert. So, was es gab, ein Wechsel während der Legislaturperiode, nämlich 82, als die FDP aus der Regierung ausschied. Das heißt, die sozialliberale Koalition hatte keine Mehrheit mehr. Das ging allerdings nur mit einem sogenannten konstruktiven Misstrauensvotum. Man konnte nicht nur sagen, seitens der FDP, wir machen nicht mehr mit, sondern, so sieht es das jedenfalls das Bundeswahlrecht vor, kann dann eine neue Regierung nur dann bilden, wenn man auch einen neuen Kanzler nominiert und der braucht dann die Kanzlermehrheit. Das heißt, es gibt ein konstruktives Misstrauensvotum. Das heißt, man hat immer eine handlungsfähige Regierung mit einer Regierungsmehrheit. Dann kann natürlich die neue Mehrheit, so war es dann 83, kann natürlich sagen, wir sind jetzt nicht vom Wähler legitimiert, weil die FDP ja nicht gewählt wurde, um mit der CDU, CSU eine Regierung zu bilden, sondern mit der SPD. Deswegen hat man dann einen Weg gewählt, das ist die sogenannte unechte Vertrauensfrage. Die unechte Vertrauensfrage besteht darin, dass jemand, der natürlich das Vertrauen des Parlaments hat, aber dann salopp gesagt seinen eigenen Leuten sagt, ihr wählt mich einfach nicht oder ihr versagt mir eure Zustimmung. Dann hat ein Kanzler keine Mehrheit mehr und dann kann der Bundespräsident, das Parlament auflösen. Ja, ich springe jetzt ausnahmsweise nochmal ganz kurz zurück, nochmal zu der Frage von Wolfgang Zeitler. Wer entscheidet denn, wann nichts mehr rauskommt? Dazu ist eigentlich relativ klar zu sagen, der neue Haushalt oder der Haushalt muss verabschiedet werden jetzt. Da haben die in den Sitzungswochen Zeit bis Anfang Juli. So, und wenn die sich da geeinigt haben, dann wird's natürlich auf gar keinen Fall Neuwahlen geben. Aber wenn die sich in dieser Zeit nicht einigen werden, dann wird's garantiert eng. Oder zumindest ist das die Zeitachse, auf der wir uns befinden. So, wir hatten noch mehrere Fragen, interessanterweise dazu, was Neuwahlen überhaupt kosten. Und das hat uns auch Daniel Deckers erzählt. Also wir reden bei Neuwahlen über einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag. Allein die Organisation, der Versand der Wahlunterlagen, die Organisation der Wahl, die Wahlhelfer und was alles da dran hängt. Aber das kann kein Argument sein, um zu sagen, das Geld legen wir uns noch ein Jahr zurück oder geben es jetzt nicht aus. Sondern wenn es in der Tat so ist, das Wahlrecht ist das ureigene, das höchste Recht des Souveräns. Und dann unter Verweis auf irgendwelche Mehrkosten zu sagen, das sparen wir uns jetzt mal, das glaube ich wäre ein relativ merkwürdiges Verständnis von Demokratie. Mittlerer zweistelliger Millionenbetrag. Das ist die Demokratie wert, sagt Deckers auch ganz eindeutig. Naja, klar, also ich meine, wenn die den Haushalt nicht hinkriegen, muss halt auch neu gewählt werden und dann ist tatsächlich richtig, dann ist es fast egal, was es kostet. Wenn wir jetzt nochmal auf die Regierung im Allgemeinen schauen, fragt Jana Dietzel, ob es nicht einfach auch normal ist, dass in einer Regierung erstmal die einfachen Dinge umgesetzt werden und dann kommt es von alleine zu größeren Konflikten und damit auch zu Diskurs in der Regierung und vielleicht auch zu mehr Stillstand, mehr Langsamkeit. Dazu haben wir auch nochmal Jasper von Altenbockum. Die Ursachen dafür, dass wir jetzt schwaches Wirtschaftswachstum haben. Jede Koalition weiß ja, wir haben jetzt nur eine bestimmte Zeitspanne vor uns, in der wir Dinge lösen können. Dann lass uns doch erstmal die harten Sachen angehen und später können wir uns dann noch den leichteren Sachen zuwenden. Also ich sehe es eher umgekehrt. Und die Konflikte nehmen immer dann zu, wenn Wahlen bevorstehen, weil sich dann die Parteien wieder profilieren müssen. Und das wirkt sich natürlich dann auch auf die Regierung aus. Das merken wir auch jetzt vor den Landtagswahlen und der Europawahl, dass jetzt die Parteien wieder härter darauf dringen, dass ihre Linie durchgesetzt wird, weil sie das im Wahlkampf zeigen müssen.
Ja, liebe Jana Dietzel, ich glaube, das war eine ganz gute Antwort. Passend, sie schreibt ja auch noch, AfD und CDU machten nur Opposition gegen die Ampel. Was wären denn überhaupt deren Pläne, wenn sie in der Regierung wären? Ich meine, gut, die CDU hat auf ihrem Parteitag, glaube ich, die Pläne relativ klar dargelegt. Kann man auch nochmal auf die entsprechende Sendung von uns, Podcast für Deutschland, verweisen. Da erzählen wir das, glaube ich, ganz ausführlich, wie die sich so ein Deutschland vorstellen. Und man muss schon auch sagen, es ist eine andere Vorstellung der CDU als noch unter der Merkel-CDU. Merkel-CDU ist ein gutes Stichwort, weil wir jetzt nochmal auf die Anfänge der Merkel-CDU gucken können und springen mal in das Jahr 2005 zurück. Für diesen Schritt zolle ich Ihnen auch persönlich Respekt, denn er ist unumgänglich, um unserem Land monatelange quälende Auseinandersetzung aus Gründen rot-grüner Handlungsfähigkeit und Handlungsunfähigkeit zu ersparen. Ja? Lachen Sie nicht zu früh, lachen Sie nicht zu früh. Kohl war 82, 83 in einer Position, wo er frisch im Amt war und sich seiner Mehrheit sicher sein konnte. Das war also sozusagen eine positive Herangehensweise. Er wollte sich etwas bestätigen lassen, wo er relativ sicher war, dass er die Bestätigung bekommt. Schröder war objektiv in Schwierigkeiten. Mein Antrag hat ein einziges, ganz unmissverständliches Ziel. Ich möchte dem Herrn Bundespräsidenten die Auflösung des 15. Deutschen Bundestages und die Anordnung von Neuwahlen vorschlagen können. Und 2005 kam es dann in gewisser Weise zum Showdown, als die SPD die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen verlor. So etwas wie das Stammland der SPD. Und dieser Niederlage hat also so etwas wie ein politisches Erdbeben herbeigeführt. Und daraufhin hat dann Schröder in Übereinstimmung mit dem Parteivorsitzenden Franz Müntefering dieses Verfahren mit Vertrauensfrage und anschließender Auflösung des Bundestages eingeleitet. Es kam wieder das Bundesverfassungsgericht ins Spiel und hat die eigene Entscheidung von 1983 bestätigt. Und da kam es dann dazu, dass die Bundestagswahl stattfand und Angela Merkel ihre 16 Jahre beginnen konnte. Ja, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut an den Wahlabend und die Elefantenrunde mit Gerhard Schröder und Angela Merkel. Gerade nicht im Kopf, wer da noch dabei war, aber Schröder. Westerwelle, glaube ich. Westerwelle kann sein. Und Schröder, der konnte es einfach nicht glauben. Der hat sich ja noch an dem Abend als Sieger nicht nur gefühlt, sondern auch exakt so aufgeführt. Ja. Fischer dann, saß noch da neben Fischer, ihm, genau. Grüne Fischer, ja. Ja, war schon super spannend und dazu passt jetzt, finde ich, total gut, was uns Stefan Königs schreibt. Der sagt nämlich, jedes Volk verdient die Regierung, die es sich gewählt hat. Und das über die ganze Legislaturperiode. Dabei gehört es zur Demokratie, auch Meinungsverschiedenheiten in einer Koalition auszuhalten oder Gesetze hinzunehmen, die keinen Publikumspreis gewinnen. So, und jetzt schreibt er auch noch, trotzdem wünscht er sich Neuwahlen. Ja, bleiben wir beim Publikum. Erika Donis hat uns noch geschrieben und damit sind wir bei der letzten Frage oder bei der letzten Meinung angelangt. Und zwar geht es ihr darum, dass sie die Notwendigkeit sieht, dass wir uns einfach dran gewöhnen müssen, dass Themen immer wieder heftig diskutiert werden. Sie hinterfragt aber, ob das immer und jederzeit vor jedem Mikrofon geschehen sollte und wünscht den Politikerinnen und Politikern etwas mehr Mut, einen Journalisten, also uns im Zweifelsfall, auch mal zu vertrösten. Frage ist, was sagt Jasper von Altenbockum dazu? Nee, ist aber eine interessante Frage, weil normalerweise wird die Frage ja anders gestellt. Ja, normalerweise soll ja alles transparent sein und hinter verschlossenen Türen, Hinterzimmer, das ist schon mal ganz schlecht, ja. Aber ich finde, da hat sie vollkommen recht. Ich finde nicht grundsätzlich, dass Politik hinter verschlossenen Türen stattfinden sollte. Das wäre völlig falsch. Aber Konflikte trägt man doch am besten aus in Verhandlungen, die nicht im Lichte der Öffentlichkeit passieren, weil sobald die Öffentlichkeit im Spiel ist,
wirken ganz andere Interessen damit rein als nur die sachlichen. Es ist ja allerdings nicht so, dass die Ampelkoalition das nicht täte. Also da wird ja viel hinter verschlossenen Türen verhandelt. Das Problem ist, dass anschließend der Streit wieder neu ausbricht. Und das ist die große Schwäche der Ampelkoalition, dass man denkt, also nach langem Streit finden Verhandlungen hinter verschlossenen Türen statt. Es wird eine Einigung kommuniziert und nach ein, zwei Tagen hat man aber das Gefühl, man ist wieder da, wo man am Anfang war. Und das ist so das Problem der Ampelkoalition. Finde ich sehr, sehr gut erklärt von Alten Bockum. Führt nämlich genau dieses Phänomen dazu, dass die sich vielleicht geeinigt haben bei irgendwas, aber drei Tage später hat man wieder das Gefühl, können sich eigentlich alle gar nicht leiden. Und man vergisst wieder die Einigung aber ich finde, das ist nicht nur Schuld der Medien und der Öffentlichkeit, sondern es ist auch einfach Schuld einzelner Ampelpolitiker, nenne ich jetzt mal gar nicht so viele Namen, wissen Sie selber alle genau, wer da gemeint ist, die dann auch über die eigene Koalition wieder herziehen. Ja. Michael, können wir ein bisschen durchatmen mit Blick auf den Tacho, wir haben eine Menge gemacht. Was ist dein Gefühl zu Neuwahlen? Ja, nein? Willst du es verraten jetzt? Ich ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen überfragt, weil ja. Ich finde, das ist irgendwie, wenn man das wirklich mit Ja oder Nein beantwortet, ist das irgendwie die Wahl zwischen Furcht und Elend oder so. Ja. Ich denke einfach, ich glaube, ich bin vielleicht beim ehesten da dran, dass ich sage, wir wählen für 4 Jahre und dann sollte der Laden auch laufen. Ich würde mich auch freuen, wenn die sich jetzt bis Anfang Juli tatsächlich einigen würden. Wir haben genug schwierige Wahlen in diesem Jahr mit der Europawahl, mit 3 Landtagswahlen. Da jetzt hinten drauf noch eine Bundestagswahl. Ich weiß gar nicht, ob wir das tatsächlich bräuchten. Aber gut, wir werden wahrscheinlich Anfang Juli schlauer sein. Jetzt verrat uns doch mal, was unsere Hörer entschieden haben. Ja, wenn wir das aufrechnen und die Unentschiedenen rausnehmen, dann sind wir tatsächlich bei einem Verhältnis von ungefähr 3-2. Und zwar die 3 steht für gegen Neuwahlen, also die sehen das. Und die 2 steht für, ja, Neuwahlen, los geht's. In Prozent umgerechnet wäre das so 60% zu 40, genau. Weitermachen und 40% Neuwahlen. Also sagen wir mal, wir reden ja jetzt hier auf keinen Fall über irgendwas, was völlig fern unserer Galaxie ist. Ne? Also man muss sich schon Gedanken darüber machen. Ja, man muss aber natürlich auch sagen, ne, wir haben jetzt ja keine repräsentative Umfrage betrieben oder so. Nee, haben wir doch viele ja. Nachrichten bekommen. Wir haben natürlich auch noch Jasper von Alten Bockum gefragt, was er denn glaubt, wie es jetzt weitergeht. An Haushaltsfragen kann es natürlich immer zu schweren Konflikten kommen und wir hatten jetzt aber schon viele Situationen, wo man dachte, mein Gott, wie wollen die sich jetzt noch einigen, und am Ende haben sie sich dann doch geeinigt. Der Grund liegt doch einfach darin, dass jede dieser 3 Parteien ein elementares Interesse daran hat, diese Koalition fortzusetzen. Die SPD, weil sie den Kanzler stellt, das würde sie nicht mehr, wenn die Koalition zerbricht. Die Grünen, weil sie in einer Jamaika-Koalition immer in der Position der FDP wäre, die die FDP heute hat. Nämlich, sie müsste sich immer gegen CDU und FDP durchsetzen. Für sie nicht sehr attraktiv. Und die FDP will es auch nicht. Sie will schon gar keine Neuwahlen, weil sie dann Angst haben muss, dass sie überhaupt nicht mehr in den Bundestag kommt. Für die FDP ist das irgendwie nicht unbedingt noch am ehesten ein Gewinn, aber jetzt nicht unbedingt, dass sie die Koalition deswegen verlassen muss. Zumal, wenn sie das tut, werden die anderen sagen, wir wollen aber keine Jamaika-Koalition, und dann steht die FDP alleine da. Unterm Strich muss man sagen, ich erwarte jetzt keine Neuwahl. Warten wir mal ab, bis Anfang Juli, bis der Haushalt durch ist oder nicht und wie es sich mit unserem FDP-Vize Kubicki verhält, der das ja bei uns in der Sendung angedroht hatte. Sind wir durch? Michael? Ja, wir sind erstmal durch. Ah, nein. Wichtige Sache haben wir noch. Und zwar ist ja nach der Hörerfolge vor der Hörerfolge. Und aufgrund der kurzen Woche, wo schon wieder ein Feiertag drin ist, am Donnerstag, möchten wir heute schon die Hörerfolge für nächste Woche verraten und haben uns dazu unseren Host für nächste Woche eingeladen, nämlich Kathi Jakob. Ich sage jetzt einfach mal, hallo Katrin Jakob, hörst du uns?
Ja, hallo ihr beiden, natürlich höre ich euch. Hallo, grüß dich. Warum reden wir heute schon miteinander? Wegen Feiertag wahrscheinlich, ne? Deswegen stellen wir heute schon das Hörerthema vor und die Leute haben nicht wie diese Woche so viel Zeit, uns zu schreiben wie nächste Woche. Nee, genau. Also sie haben diesmal quasi nur Zeit bis Mittwochmorgen, lieber sogar noch Dienstagabend, weil ja dann ein Feiertag kommt und wir so ein bisschen vorproduzieren und vorbereiten müssen. Mhm. So, dann kannst du uns ja auch schon mal erzählen, was du da mitbringst. Ich bin super gespannt. Ach, ich muss ehrlich sein, ich weiß es ja schon, aber ich finde es wirklich spannend. Sag's uns, was es ist. Ja, es ist natürlich ein komplett anderes Thema, als es diese Woche war. Es ist aber ein Thema, das die Gemüter erregt, wie wir gemerkt haben. Das habe ich sogar schon gemerkt, als ich bei der Recherche in der Redaktion und mit Freunden darüber gesprochen habe. Nur einmal in den Raum geworfen, Hafermilch oder normale Milch, und schon war eine Diskussion in vollem Gange, emotional. Jeder hat dazu eine Meinung, also es ist wirklich verrückt. Es ging über Gesundheit, über Klimaschutz, über vegane Ernährung und natürlich Tierschutz und allein schon auch über den Ausdruck normale Milch, also was ist schon normal, ne? Also das war wirklich Wahnsinn und da haben wir uns gedacht, das Thema, das schnappen wir uns mal. Ich finde es vor allem auch total spannend, wie schnell das die Gemüter erregt, wenn es um unsere eigene Tasse oder um unseren eigenen Becher geht. Hätten man das Gefühl, dass einem die anderen Leute da sofort reingreifen, umrühren, absolut, oder einen Schluck nehmen wollen. Wie lautet jetzt die originale Frage, die wir dann auch so in den Chat stellen? Ich nehme an, die ist so ein bisschen provokativ formuliert. Ja, das ist so ein bisschen die Idee, die soll so ein bisschen provokant sein. Wir wollen nämlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, sind Hafermilchtrinker die gesünderen und besseren Menschen? Und verratet ihr mir mal gerade, wie ihr das trinkt, euren Kaffee? Ich fange vielleicht mal an. Also ich trinke beides. Insofern bin ich da auch ein ganz guter Host für das Thema. Ich mag Hafermilch sehr gerne, trinke die aber nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen und trinke aber auch sehr gerne meinen Cappuccino mit Kuhmilch, genau. Also insofern, ich kann das ganz gut einschätzen, denke ich. Und ja, ich bin wirklich gespannt, was da für Zuschriften kommen. Kleine Nebengeschichte noch. Bei unseren FAZ-Leserinnen und Lesern ist das Thema ja auch extrem populär, ne? Also dadurch sind wir überhaupt auf das Thema gekommen. Man sieht das daran, dass ein Artikel zur Hafermilch, der mit Abstand, glaube ich, oder Andreas, mit Abstand meistgeklickte jemals ist, oder? Hätten wir Kai fragen müssen. Ich hätte jetzt gesagt, safe Top 3. Okay. Aber kann auch der erfolgreichste sein. Durchaus möglich, ja. Ja. Ich nehme immer noch einen Schluck Kuhmilch, obwohl ich alles mögliche andere ausprobiert habe und vor allem bei der Hafermilch erstaunlich finde, wie unterschiedlich das schmeckt, je nachdem, zu welchem Produkt man greift. Oh ja, absolut. Und ich habe gestern gelernt, dass man das auch tatsächlich ganz gut selber machen kann. Vielleicht muss ich das mal ausprobieren. Okay, ich verrate es auch noch. Ich trinke lieber Kuhmilch. Warum? Weil die sich besser schäumen lässt. Das ist eigentlich in Wirklichkeit der einzige Grund. Ich finde Hafermilch. Das ist aber mittlerweile auch nicht mehr so. Vielleicht müssen wir das auch nochmal mit dir testen. Das stimmt. Wobei es gibt da mittlerweile so Barista-Versionen. Das haben sie auch schon rausgekriegt, glaube ich, wie man die fast oder genauso gut schäumen kann. Aber wir haben noch einiges zu tun bis nächste Woche. Ich sehe das schon. Ja, also wir möchten von Ihnen gerne wissen, alles zu diesem Thema. Uns kommt es so vor, als würde es sich dabei tatsächlich um so eine Art Kulturkampf handeln. Wir haben natürlich auch das wissenschaftliche, Kathi. Ich glaube, da bist du auch schon so ein bisschen auf der Spur. Ne? Also auf jeden Fall, ja. Dieser Text, den wir da hatten, den so viele Menschen gelesen haben und auch immer noch lesen, der hat, glaube ich, eine ziemlich provokante These. Weiß einer von euch die Überschrift noch auswendig? Die Überschrift lautet, Hafermilch sollte man nicht trinken. Und das ist ein Interview mit einer Influencerin, mit so einer Biochemikerin, die halt sagt, das sei nicht gesund. Ja, das werden wir uns auf jeden Fall auch nochmal genauer anschauen. Ich finde es vor allem noch wichtig, schreiben Sie uns gerne Ihre Meinung, aber stellen Sie uns auch gerne eine Frage zu dem Thema und wir versuchen die dann auch ordentlich und fundiert zu beantworten. Und aber auch wieder gerne per Sprachnachricht, ne? Das freut uns immer. Ja, natürlich. Also wir haben super viele Mails bekommen und auch für unsere Verhältnisse viele Sprachnachrichten, aber das wünschen wir uns natürlich sehr, dass das noch wächst, dass unsere Hörerinnen und Hörer auch stimmlich mal auftreten in der Sendung. Ich freue mich sehr drauf. Ich finde, das ist mal ein schönes Thema, was mal ein bisschen anders ist, ein bisschen abseitiger und trotzdem irgendwie alle bewegt. Also ich bin da gespannt, was da kommt.
Dankeschön, Kathi. Okay, alles klar, danke. Okay, dann drehen wir mal im Hintergrund die Musik schon ein bisschen auf. Dann wissen Sie alle, jetzt geht's langsam zu Ende. Ja, ganz durch sind wir noch nicht. Wir haben jetzt aber auch schon ganz schön lang gesprochen. Deswegen lassen wir heute mal die Hörermails, die uns glücklicherweise auch zu den Folgen dieser Woche erreicht haben, für heute weg. Ja. Können das vielleicht nächste Woche nochmal nachliefern. Und war super spannende total, Sachen dabei, total. Gerade zu der Sendung über die junge Alternative und das Frauenbild, auch zu der Masala-Sendung. Also da war auch Kritik an mir und meiner Gesprächsführung oder vielmehr meinem Duzen mit Carlo Masala kam dadurch. Also auch wirklich spannend, würden wir uns wahrscheinlich einfach, schieben wir nochmal nach. Schieben wir nochmal nach, genau. Ansonsten bleibt uns natürlich noch, uns zu entschuldigen für all diejenigen, die jetzt heute nicht genannt werden konnten. Andersrum freuen wir uns aber natürlich auf weitere Hörerpost, noch lieber sogar über die ein oder andere Sprachnachricht. Mhm. Nehmen Sie sich gerne dafür einen Augenblick Zeit. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie auch hörbar zu Wort kommen lassen. Schicken Sie uns einfach eine Nachricht auf unser Podcast-Handy unter der 0172 778 2384. Und das können Sie auch nochmal, die Nummer finden Sie auch nochmal bei uns in den Shownotes, steht da drin. Und da gibt es wirklich verschiedene Möglichkeiten. Sie können uns auch einfach anrufen, dann springt der Anrufbeantworter an, dann können Sie uns da drauf sprechen oder Sie nehmen selber eine Voicemail auf und schicken uns die dann per SMS oder WhatsApp. Und wie Sie ja an den Nachrichten heute, die wir eingespielt haben, gehört haben, geht das ja auch mal eben schnell auf dem Weg von der Arbeit nach Hause, in der Bahn, auf der Straße. Bitte nicht überfahren lassen. Ja, Michael, danke schön für deine ganze Struktur, Ordnung, Vorarbeit. War schon gar nicht wenig, ne? Muss man schon sagen. Also auch für dich an Arbeit. Bist schon seit Montag beschäftigt damit. Ja, natürlich. Das gehört aber auch irgendwie ja dazu, wenn man sich sowas vornimmt, dass man irgendwie da versucht, eine Struktur reinzukriegen. Mir hat es super viel Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Bin schon gespannt auf nächste Woche. Ja. Und vor allen Dingen bin ich auch gespannt, wie wir das dann ordnen. Ja. Und vielleicht kann man ganz zum Schluss dann doch nochmal eine Hörernachricht mit reinnehmen, nämlich die allererste, die uns erreicht hat, direkt am Montag nach der Sendung. Da. Ja, das war total abgefahren. Da haben wir eine Hörermail bekommen, die sich damit beschäftigt, dass sie eigentlich nicht zu Wort kommen sollte. Ja, genau. Lutz Artmann hat geschrieben, er für seinen Teil wolle nicht die Meinung der Hörer mitgeteilt bekommen, sondern Informationen von qualifizierten Menschen, wie es sie zum Glück bei der FAZ noch gibt. Also am besten alles so lassen, wie es ist. Haben wir jetzt nicht gemacht heute und sind aber auch in dieser Hinsicht sehr gespannt auf Ihr Feedback. Also wir haben ja versucht, quasi Ihre Fragen, Anregungen mit unserem redaktionellen Arbeit zu vermischen. Also dürfen Sie uns auch gerne zurufen, wie Sie es finden. Dankeschön, Michael. Ich würde mal sagen, machen wir hier Deckel drauf. Und dann geht's Montag mit der Berlin-Budras, mit der Montags-Corinna weiter. Jawohl, schönes Wochenende. Ciao.